Go-Karts oder Kinder-Buggys oder Kinder-Cross-Karts genannt sind aufgebaut grundsätzlich wie ganz normale Pkw. Das heißt, es ist spureinstellbar, sturzeinstellbar, es sind vierfach verstellbare Stoßdämpfer drinnen, vorne und hinten, um eine gute Straßenlage zu gewährleisten, die Kippsicherheit dementsprechend auch zu gewährleisten, dass da grundsätzlich die Karts einmal ganz, ganz sicher aufgebaut sind. Bezüglich der technischen Daten ist es so, dass es mit 100 Industriemotoren aufgebaut ist, das Ganze. Diese Motoren werden eingesetzt zwischen 4 und 9 PS. Weiters ist es so, dass die Buggys so aufgebaut sind, dass man die Geschwindigkeit einstellen kann, für Anfänger dementsprechend reduzieren und für Fortgeschrittene dann schon erstens mit Gasanschlag und zweitens dann auch mit verschiedenen Übersetzungen arbeiten kann, dass dementsprechend dann auch schneller werden und damit interessanter zu fahren werden. Der Verbrauch bewegt sich ungefähr bei 3/4 Liter pro Stunde.